Die Prognose eines Hypophysenadenoms kann grundsätzlich als gut angesehen werden. Es handelt sich primär um gutartige Tumore. Das heißt, es sind keine Hirntumore, es ist keine Krebserkrankung. Eine Ausdehnung des Tumors in andere Körperregionen ist nicht existent. Gleichzeitig ist es dennoch notwendig, regelmäßige Kontrollen einzuhalten und insbesondere auf die hormonelle Funktion und auch Einschränkungen der hormonellen Funktion der Hypophyse Rücksicht zu nehmen und dies regelmäßig zu evaluieren. Es setzt also immer ein interdisziplinäres Konzept voraus und eine umfassende Betreuung aller dieser Aspekte.